Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Experimentalvideo. Heute machen wir einen Ausflug in die Analogtechnik, fotografische Linsen selber bauen. Ich habe hier jede Menge Material, transparentes Material zum Durchfotografieren. Ihr kennt das vielleicht, analoge Kamera, dann hat man eine schicke Kameratasche und dann hat man diese super, super cuten Döschen mit den 120.000 Linsen drin. Früher war es sogar üblich, dass man Weichzeichner macht mit Fett aus der Nasenfalte, ja. Hat man dann schön mit dem Fingernagel auf der Linse verteilt. Das kann man heute auch noch machen. Und wir wollten euch einfach mal ein paar schöne Beispiele zeigen, was passiert, wenn man mit dem Handy durch ein transparentes Material durchfotografiert. So, da habe ich noch hier diese schicke Plastiktüte, die fand ich auch irgendwie cool, auch wenn die sich schlecht schneiden lässt. Man braucht ja eigentlich nur so, die Handylinse ist klein, ne? Man braucht immer nur so ein kleines Stück. Ja, Hälfte reicht wahrscheinlich sogar schon. Zack, zack, Linse 1, Linse 2. Und dann haben wir vor allem Haha, dieses super, super sexy Orangennetz. Davon noch ein Schnippelchen. Das kann man dann sogar variieren. Ne? Das ist eine Kombi aus einer Farblinse und einer Irislinse. Je nachdem. Also das wird auch spannend. Und plus, ich habe hier noch eine Folie und ein bisschen. Und da kratzen wir mal ein bisschen drauf rum und gucken dann, was passiert. Ich lasse in der Mitte was frei und dann können wir nachher mal, kann man dann mal durch verschiedene Stellen auf der zerkratzten Folie durchfotografieren. So, also ihr seht unsere handgefertigten Linsen jetzt im Test. So, kann hier dann noch so ein bisschen hin und her gehen, ne? Aber hat sofort diesen Effekt. Jetzt machen wir mal hier unsere Orange. Orangennetz. Hier mal vor die Linse. Yeah. So, sieht man den Unterschied, ja. Jetzt wird es etwas drastischer. Muss auch gucken, wie viel man durch die Plastiktüte sieht. Kann auch sein, dass es zu dicht ist. Muss man ausprobieren. Ja, aber hat was, ja. Vielleicht muss man das auch mal halb machen. Der Plastikgrusel-Effekt. Und jetzt haben wir noch unsere zerkratzte Folie. Jetzt bin ich sehr gespannt. Yeah, hier. Also das kann man natürlich, da kann man es halt dann richtig dosieren, ne? Yeah. Seht ihr das? Ohne Folie, jetzt kommt sie so von unten hoch. Und je nachdem, wie stark geschmirgelt ist, also hier hat man echt voll die Geisterfotografie. Wenn man will, ne, kann man hinterher behaupten, war Ektoplasma, kann man sehr teuer verkaufen, wenn man das richtige Publikum findet. So, dem sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Also alles, was irgendwie halbwegs durchsichtig ist, kann man benutzen. Und alles, was ganz durchsichtig ist, kann man irgendwie verschmieren, verkratzen, den Unbilden der Wetterung aussetzen und dann ausprobieren. Viel Spaß!